Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Grand Blue Fantasy Wheeling. Müssen wir mal hier mal aus dem Start raus. So, dann müssen wir mal hier mal weiterspielen. Wir haben noch nicht so viel gezockt. Was ist jetzt los? Mann, nee. Der scheiß Stuhl hier. Kann sie mir jetzt. Wir sind eigentlich noch ziemlich am Anfang. Salut, Luc. Jo, Marit. Du warst ja ziemlich schnell. Du hast ja richtig gewartet, dass ich umkomme. Gute Frage. Ganz zufällig, ich habe gefühlt, du warst den ganzen Tag auf Twitch oder wie. Ja, richtig. Wir müssten diesen Gangsterbus ja gefallen tun. Die nächste Insel besuchen und ihm da ein Artefakt besorgen. Jo, ich muss da drin neu konfigurieren. Ich hatte so immer mit Cam gestreamt. Und seit ich eigentlich hier im anderen Zimmer sind und Leschka etwas gewürstelt tun, muss ich das mal in meinen Stream abonnen. Wieso ist das so unseriös? Im Moment. Ne, das hört das nochmal. Und ich schon dann an. Spiel zu lösen. Oh mein Gott, so da ist Jobin auch. Was ist hier, Herr Kides? Mir kein Angstlück, demnächst geht drum gestreamt mit Cam. Profitiere nach, sind auch nächste Woche daheim. Und ist noch ein bisschen Zeit. そう、mal schauen。Irgendwie der Sound ist ziemlich leise. Die stehen hier runtergestellt. So, mal schauen, ob ich noch die Steuerung drauf habe. Das war ein Fail. Yes. Das ist ein bisschen der Nachteil. Wenn man zu viele Games gleichzeitig zockt, vergisst man gerne mal die Steuerung.
Was können wir denn? Nicht gerade. Also, Winston Nani von vom Spiel Grand Blue herin. Das ist eigentlich ein komplett Saga. Es gehen allerlei Beat'em-up-Spieler davon. Wheeling ist eigentlich ein Action-Adventure. Also du kannst es gleichstellen mit der Tales-Saga oder halt, ja, nicht gerade direkt wie Final Fantasy. Ich so ein bisschen wie Xenoblade. Splitter. Ja, auf der letzten Insel waren wir ja auf einer Winterinsel. Jetzt sind wir in der trockenen Wüste angelangt. Oha, Gegner. Ja, die Steuerung, die sitzt noch nicht wieder hundertprozentig, aber zumindest weiß ich mal wieder, wie man die Fähigkeiten richtig einsetzt. Die Spieler sind natürlich schon mehr lang hier, aber der Titan ist ein ziemlich aktuelles Spiel, der das den 1. Februar rauskommt. Gut, immens gut Kritiken und sie haben auch gefeiert, dass sie an den letzten 3 Wochen konstant um die 100.000 aktive Spieler hatten. Yes. Ouch. Stimmt, ich kann noch blocken. Okay, super, noch dutschen. Ja,
wäre das L1, der Dutschen aus mit R2. Kombi-Ugriff aus L1X und R1. Ah, das ist ein Stummel. Ja, das R1 und dann noch X, A, B und Y. Okay. Mann. Was ist scheiß als Hai? Ich habe gar keine Map. Ich weiß eigentlich nie, wo ich hier laufe. Ich kann immer machen, ja, gewisse, wo ich. Wo. Mein Hauptquest ist, was ich zu den Hunden habe. Was halt ganz typisch JRPG-mäßig ist, ist, dass ich die ganze Gegend soll ein bisschen scannen, weil überall Loot liegt. Yes. Nanda. Oha. Der Ton aus 100 Zuchen mit Geishner. Ah, ne. Du hast den Geishner. Ja, die Geishner, die sich verstoppen als Geishestand, und das ist nicht cool. Die sind zwar nicht so schlimm wie ein Dark Soul, mit der Schatztruhe. Ja, Mist, ich hätte sollten vorhin einfach mal schauen, ob ich die Online-Missionen machen kann, weil das Problem am Anfang war, die hatten Server-Probleme. Und so hat man gar keine andere Spieler gefunden. Und da das Spiel noch sehr aktiv gespielt wird, wollte ich eigentlich noch die Online-Missionen noch so lange spielen, solange es Spiele auch dafür gibt. Bin ich jetzt dumm? Wieso kriege ich das nicht? Yes. Ah, doch. Oh. Geil, goldene Kiste. Opa. まずいんじゃねえのか。これは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 
Blut. Mensch, ich möchte nicht wissen, wie ungemütlich das ist. Ich hasse es schon, wenn ich beim Strand bin und ich habe Sand in den Schuhen. Wenn du dann so eine fette Rüstung anhast und kriegst Sand rein, das muss ja mega unangenehm sein. Mist. Genau. Mich kann man da nicht täuschen. Überall diese kleine Verstecke. Oha. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn Gegner kommen. Achievement. Okay, ich habe nur einen Treffer gemacht. Der Rest wurde von den anderen übernommen. Gut, was hat es mit diesen grünen Teilen auf sich? Cool. Das sind Fortbewegungsmittel. Aber gut, ich möchte zuerst mal die ganze Gegend hier mal umranden, weil ich bin mir sicher, dass da noch irgendwo Loot und Schatztruhen versteckt sind. Zum
Beispiel die Vieh da vorne. Gibt es noch hier was? Mist. Etwas Tücher ist der Boden, ist sehr hell und so kann es gut sein, dass ich verschiedene Punkte verpasse. Ah, dahin muss ich hin. Solche Dupp-Schläge machen. Nein, Mist. Hätte klappen können. Ah, da ist ein Safe Point. Woohoo!
Gut, wir haben. Doch, ich könnte die Waffe doch aufleveln, oder nicht? Hä? Nee. Da, Waffe verbessern. Stimmt. Hä? Das Ding war vorhin Stufe 40. Ja, das ist Stufe 50. Gut, das Ding ist stärker. Das hat aber eine Fähigkeit für kritische Treffer. Oh, ich kann es verstärken. Jetzt ist das Ding sowieso stärker. Und wir haben halt den Vorteil, dass das Ding kritischen Treffer, also die Rate vom kritischen Treffer erhöht. Magisch lieber. Das ist sowieso schon eine Waffe. Ja, die anderen brauche ich ja nicht zu machen, da ich die sowieso nicht im Team habe. Das kann ich mit dem tauschen. Das weiß ich noch nicht, wieso diese Siege gut sind. Oder ich bekam es erklärt und ich hab's vergessen. Ist nicht wichtig. Hier weiß ich noch nicht, was ich von diesen Sachen brauche. Also die Stärkesplitter, die erklären sich, das sind die Teile für um aufzuleveln. Die Prisma-Chips, keine Ahnung. Die Windsplitter auch, keine Ahnung. Erdsplitter. Das sind Teile von Bosse. Das weiß ich. Ich denke, die sind später im Early Game werden die vielleicht nicht direkt gebraucht. Und da es kein Limit gibt mit dem Sammeln, ist es klug, alles zu sammeln, was man findet. Diese Steine sehen komisch aus. Die sehen übelst komisch aus, als könnte man die runterschmeißen. Aha. Okay, da kommen wir so nicht drauf. Aber ich denke, das geht anders. Mist. Das hätte geklappt, wenn ich direkt richtig geflogen wäre. Yes. Yeah, noch ein Feuersplitter. Oh, ich weiß, was mich hier erwartet.
Das war im Trailer. Der Trailer hat mich eigentlich schon gespoilert, was hier wie ein Bosskampf mich erwartet. Hör auf wegzulaufen. Komm runter. Scheiß Greifvogel. Ah, der will da hinten verprügelt werden. Mist.
Aber jetzt kommt halb schnell. Ah, Scheiße. Ich hasse diese fliegenden Gegner, weil mein Charakter eigentlich ein Nahkampfkämpfer ist. Okay, dann, guten Wäsch, dann merkst du, dass die Kombos. Oha, hier erwartet mich auch ein Kampf. Ich will nicht sagen, dass er zu Deku hier steht. Das war mir klar. Watch out!
Der war definitiv einfacher als der Greif. So, das dritte Siegel ist dann auch aktiv. Oder besser gesagt deaktiviert. Ich denke, der richtige Spaß geht noch gleich an. Weil wenn es das ist, was ich meine, wird es der Golem sein aus dem Teaser-Video. これも塔かしら大きな爆発でもあったかもしれない。
Sind zwei? Mist. Heilen. Was soll das? So. Nandaro. Oh. Wie kannst du? Ein Wasserfall aus Sand. Kore wa nakanaka moratta go. Hier gibt's noch eine Schatztruhe. Sehr schön. Oh. Schatztruhe sage ich niemals nein. Yes. Zasuba-san yo. Anta wa Roland to dou iu naka nan de? Oitsu shidoushi no bizinesu nagama sa. Otagai no yarikata de yoronaka o. Mate. Nani ka kuru. Yes.
この絵里の中央の遺跡に向かってくれ。お宝ちゃんの詰まった箱を回収するんだ。いよいよ大詰めか。触媒ってのがあるといいが。その触媒だが、お宝屋向きに箱の上に置かれているようだぞ。一番に回収すればいい。ただし、お宝ちゃんの箱を忘れてくれるなよ。 Jetzt dahin laufe, gehe ich einmal speichern.
邪魔するってんなら容赦しねえぞ。それはこちらのセリフです。何だと？あの触媒にご就寝のようですが、あいにくお渡しするわけにはまいりませんの。くそ。 名はマギラ・フリラ、そして彼らは花サネシ、我ら血族が振るう華麗な剣にとくとお楽しみ遊ばせ。全力でお相手して差し上げなさい。よい。 Easy. じゃねえか。我が魔剣は攻防一体です。もっとお上手に踊ってくださいまし。私の魔剣をよくも崩せない防御ではないようだな。
神なる神雷を宿す巨大な金槌よ。ことごとくを叩き潰せ。西の茶法が生みし必殺な魔獣よ。万象は埋まて。封印をもたらす奇跡の剣杖よ。歯の者どもを打ち払え。 影の敵より貸したれし悲壮よ。あまねく敵を滅ぼせ。そろそろ終幕と参りましょう。ステリオルシンフォニー。まだまだまだまだこれ変えてくれ。守りの女の敵に命中。何ということを。 切り刻む。受けられるか。見切った。そんな雑魚に。その武器たちはステリオルシリーズと呼ばれる名品ですの。シンクのバラ。まだまだ。ヒールオール。皆様もぜひお付き合いを。 あなたのご用意。どうぞご堪能くださいまし。トーンオペラ。とりあえず、この幕を壊していけばいいんだ。そうすれば防御が薄くなるだろうぜ。これで。おお。安全。 ノーランか。グランサイファーはもういいのか。はい、まもなく、そちらに到着します。さすがの手際だな。ありがて。ところで、例の触媒は。ちっとばかし邪魔は入ったが、なんとか手に入れたぜ。そうですか、それはよかった。皆さん、結局です。急いで向かいますね。待ってるぜ。行かせない。 Das, was ich erwartet habe. エクスカリア、この地を守護する巨神です。
Scheiße.星獣と星神、それぞれのルーツについて知っているように。目も警戒しろよ。
Hi, wie geht's? Okay. Wie macht er denn das? Messisches. Ups. Etwas leise machen. Ich glaube, ich muss noch etwas mehr leise machen. Machen wir so. So, ich denke, jetzt ist es gut. Ist auch ein richtig geiles Spiel. Momentan bin ich nicht im Discord. Versuch, den Kern zu zerstören. Mist. Ja, einen Moment.
Ja, moin, wie geht's? Ja, noch immer geplagt mit meinem Knie, aber es geht schon besser. Ja, das ist wenigstens die Neuigkeiten, ne? Und mit dir selbst. Wie bitte? Und mit dir haben sich die Sachen etwas beruhigt oder? Ehrlich gesagt nicht, weil wo man nicht schon fällt in der Schweiße, man fragt immer noch auf das Polizeibrief. Die sind bei mir das jetzt eingeschrieben, ich weiß nicht, was ich ihnen gesagt habe. Okay. Ja, die sind bei mir eingeschrieben, die wollten zu mir in die Wohnung. Dann habe ich zu denen gesagt, ob sie wenn sie Kuchenbefehl haben. Dann meinten sie nein, dann habe ich uns reingelassen. Ja. Ich stelle mich gerade so hin, ob ich so der volle Kriminelle bin, obwohl ich dann Transkriminell bin. So. Ich weiß selber nicht, ich bin halt ein Vermieter in der Schweiz, kann ich machen. Ich habe auf der Zeit auch keinen Rechner. Okay. Ja, ich musste viele Sachen verkaufen. Blablabla, hab mir jetzt noch ein MacBook gekauft. Ja, sonst werde ich nicht sehen. Richtig behindert einfach. Das hat sich so viel verändert für mich. Dann hoffe ich für dich, dass die schlechte Zeit schnell vorbei geht. Hoffe ich auch. Hoffe ich auch, weil, wie gesagt, meine Mom leidet sehr drunter. Mein Halbbruder, mein Alter, versucht es auch mir gerade die Sache so ein bisschen zu helfen, da ist er selber Bulle. Ja, das kann ich verstehen. Sonst. Man lebt halt, ne? Ja, das verstehe ich. Könnte zwar immer besser sein, aber ja, ich bin halt immer noch in Behandlung. Amt macht mir immer noch Probleme. Das ist gut. Ja, aber und sonst, was gibt's Neues bei dir? Bei mir gibt's sonst nichts Neues. Okay. Nichts Spezielles. War halt nur abgefuckt, dass ich bin ja für dieses Jahr noch gar nicht arbeiten gegangen. Ja, wegen deinem Knie, hä? Ja. Ja, das ist halt das Miese, ne? Aber gut, also die Genesung schlägt endlich mal zu. Es geht auch zum Laufen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, wenn es mal richtig losgeht, dass ich mal eine Woche durcharbeite. Ich bin jetzt noch krankgeschrieben die nächste ganze Woche. Ich bin noch krankgeschrieben diese Woche und nächste Woche bin ich sowieso im Urlaub. Dann drücke ich doch fest, auf jeden Fall fest die Daumen, dass du halt wieder gesund und munter bist, ne? Ja, weil ich bin in meinem Zeitplan auch schon wieder nach hinten gefallen mit dem Training und alles. Nervt ja, mich halt. Kann ich verstehen. Wieder am WoW suchten. Oh je. Hab jetzt noch ein MacBook WoW drauf bekommen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Was ich machen kann, auch beschäftigen. Ich werd schon verrückt. Gut, ich hatte damals auch WoW auf meinem MacBook gespielt. Aber geht eigentlich. Ich hab mein MacBook quasi gemodelt. Ich habe ihm einen Arbeitsspeicher gegeben, habe eine andere Festplatte eingebaut, habe den neuesten Patch draufgeballert. Die aktuellste Version, MacBook ist von 2012, ist auch ein Pro. Habe mir extra so Adapter gekauft, wo ich HDMI so anstecken kann, weißt du? Ja. Und habe sie halt so einen separaten Monitor und habe trotzdem drei Bildschirme. Und habe halt noch Windows auf der extra Festplatte drauf installiert. Ja.
Aber für WoW reicht. Da kann. Spiel mit der höchsten Grafik und so. Nö, ich muss auch gleich schlafen gehen. Ich bin froh, dass ich jetzt den Bus hier fertig habe. Suche nur noch den letzten Speicherplatz. Ja, soweit so gut. Also wie immer quasi, immer am Fortnite oder sonst irgendwas zu zocken. ルーランさんの話によると、コンダームにも星神を祀る祭壇があり、教団はそこへ向かったらしい。この聖画グランデ空域が祀られる星が、聖少女たちはその奴隷も恐ろしい力を持つ。これ以上教団にルリアを利用させるわけにはいかない。こんなことルリアはきっと望んでいないから。 Was in wem spielst du eigentlich WoW oder hast du gespielt? Wow, das war 2013, wo ich WoW gezockt habe. Also, WoW ist nicht mehr so, wie was mal früher war. Ja, ja, das weiß ich. Also ich habe noch Freunde, die es sehr aktiv spielen. Auch Mitarbeiter bei mir. Also der neue Patch ist schon gut. Der gefällt mir. Was ich richtig Bock hatte zu spielen, aber ich will es nicht machen, weil ich weiß, es wird mich übelst in der Sucht schmeißen, ist Final Fantasy 14. Ja, das kommt jetzt demnächst. Das ist ein Remake, glaube ich. Beim 14 kommt, das ist der Online. Natürlich den 7, den Rebirth, den werde ich mir definitiv kaufen. Und weil ich lese immer trotzdem gerne über die MMOs und ich habe gelesen, dass jetzt im Sommer dass der ganz neue Patch kommt bei Final Fantasy 14. ちゃんに向かって掲げれば首輪のロックが解除できるはずです。それならちょっと隙があればなんとかなりそうだな。さて、では一旦離脱します。ここは危険な場所ですから。
Und bist du noch anwesend? Ja, ich bin noch anwesend. Hatte hier die Texte gelesen. Ach, okay. Ich hab nichts mehr gehört. So. Auf jeden Fall kannst du jetzt so viel Gold machen im WoW, das ist nicht mehr normal. Ich denke, sie haben das auch absichtlich gemacht, um das ganze Goldfarmen zu unterbinden. Ne, Gold spielt irgendwie jetzt fast keine Rolle mehr. Genau, weil früher wurde ja richtig dafür Leute eingestellt, Gold zu farmen, um das danach zu verkaufen. Ja, ja, aber es kommt halt immer drauf an, auf was für einen Server du spielst. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel meine Charaktere auf einen anderen Server drauf geballert, wo ich da war, nämlich. Ey, da spielt ja fast kein Schwanz mehr. Und jetzt. Geht's richtig ab. Hier ist ein Speicherplatz. Neuer Zauberstab. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ja. Das glaube ich dir. Da gibt es neue Sachen, Alter. Ehrlich, das ist nicht mehr normal. Ich bin schon fast full equipped. Ja, auch nonstop fast am Raiden oder mach mythische Inis.
Ah, cool. Neuer Titel. してみるか。 まだまだ。 調子だ。よし。いい調子だ。 So, es ist 1 Uhr, das reicht für heute. War schon wieder. Viel reingehasselt. Ja, ich muss morgen früh muss ich Physiotherapie, dann muss ich zu Carglass, Windschutzscheibe, Termin, habe einen Steinschlag. Also. Ja. Ja. Schon um 8 Uhr wieder auf sein. Ich hab eigentlich keinen Bock. Weißt du, dann bist du zu Hause, bist krank, kannst eigentlich aufstehen, wann du möchtest. Und dann musst du trotzdem aufstehen wegen scheiß Termin. Ja. Ah, gut. Hat mich gefreut, dich mal wieder zu hören. Ja, mich auch, aber wie gesagt, ich mag dich. Hab sie immer gemacht. Ich hab sie immer gemacht. Sag gerne mal auch, sonst eine Grüße dann. Kein Problem, mach ich.
Ich weiß, dass Kim das nicht hören möchte oder was weiß ich was. Hat er bestimmt irgendwas erzählt. Gut, weißt du. Die Sache ist einfach die, wo ich mir sage, wenn ihr untereinander Streit habt oder Probleme, ich sag so, wie es ist, Beppo. Ich hab mit dir gar keinen Streit gehabt, hatte ich nicht. Ich hatte mit dir echt gar keinen Streit. Das Problem war nur, was mich halt bei ihr halt sehr, sehr aufgeregt hat, okay,